I mean, this panel is about methods. My background is cultural anthropology. So when I came to the Arts University, all the researching artists needed what I had learned at the university. The field research, the interview techniques, all that stuff was very demanded, and also the theory behind it. So, but the problem is when we do research applications for artistic research, method is always a problem, because you could say, as an artist, the method is your discipline, so it's photography, it's whatever. But the research funders, they want to hear something else. They want to hear a waterproof approach to a new question. So we always have to collage and invent ways of describing the method. Also, genau. Jetzt ist die Frage, muss ich immer alles auf Deutsch übersetzen? Oder das ist schon mal gut, oder? Reicht auch schon mal. Genau, aber deshalb sage ich eigentlich gar nicht viel mehr zu Methoden. Ich finde, das reicht bestimmt. Und ich freue mich auf die Methoden, die uns jetzt die Sprechenden erzählen. Und als erstes spricht Alexandra Hopf, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe. Und Sie sollten alle, die hier sind, Alexandra Hopf kennen und haben auch die Führung vorhin gesehen. Und sie ist Kunsttherapeutin, sie ist Forscherin, Autorin und Künstlerin. Sie ist als Kunsttherapeutin diplomiert, hat von 1988 bis 2016 eine Praxis betrieben im Bereich, also mit Kunsttherapie, im Bereich Gerontologie, Psychiatrie, Pädiatrie, Onkologie, und hat dann 2014 an der Uni Witten-Herdecke ihre Promotion geschrieben und zum Thema Collage in Kunsttherapie. Sie war dann Professorin an der MSH in Hamburg und seit 2020 Professorin hier an der HFBK zur Kunsttherapie, und sie ist auch Prodekanin der Hochschule. Ja, ich freue mich auf den Vortrag, Frau Hopf. Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Herr Hiltenbrunner, vielleicht noch eine Perspektive, die ich gerne, und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und mir zuhören heute Morgen, eine Perspektive, die ich gerne noch teilen möchte, weil wir ja im Bereich der künstlerischen Forschung sind. Was mir sehr wichtig ist für die Kunsttherapie, ist die induktive Theorienbildung, also die Theorienbildung ausgehend von der künstlerischen Handlung. Das werde ich auch anhand meines Vortrages Ihnen zeigen und argumentieren. Ja, und dann werde ich gleich einsteigen und mich auch beziehen auf die Ausstellung oder Exposition, wie ich sie gleich nennen werde. Manche von Ihnen waren ja schon mit mir, mit uns unten und haben einige Arbeiten gesehen. Und die Ausstellung der Studierenden bezieht sich auf das Fragilsein. Ich mal kurz. Ich bräuchte kurz eine Hilfe, wie ich hier den Cursor betätige. Ah, okay. Oder Leertaste. Ah ja, okay, danke schön. Genau. Fragile Formationen. Das, so würde ich die Exposition bezeichnen, die Sie unten sehen. Und im ersten Teil meines Vortrages möchte ich die Begriffe klären und Ihnen noch ein paar Informationen zur Ausstellung, zur Exposition geben, zu meinem Verständnis von dem, was da passiert. Dann mein Verständnis von künstlerischer Forschung darlegen, nämlich mit Material fragen, was passiert da.
Für die Kunsttherapie ist es ganz wichtig, einen individuellen Blick zu haben. Und da ist ein Verständnis von künstlerisch Forschen in Bezug auf das Individuum sehr wichtig. Also Erkenntnis vom Körper her. Und ich glaube, da gibt es auch eine Anschlussfähigkeit in andere Bereiche der künstlerischen Forschung. Dann möchte ich Ihnen gerne darlegen, wie das relevant wird für die Kunsttherapie und eine Zusammenfassung geben. Ja, Sie sehen Exponate der Absolventin des Aufbaustudiengangs Kunsttherapie. Sie schließen jetzt ab in diesem Sommer und beschäftigen sich in ihren Arbeiten mit dem Fragilsein, und zwar als individuelle, als gesellschaftliche, aber eben auch als therapeutische Erfahrung. Wir sind alle, würde ich sagen, behaupte ich jetzt mal, in den letzten zweieinhalb Jahren mit dem Fragilsein konfrontiert worden, nämlich Fragilsein individuell in Bezug auf eine Erkrankung, aber eben auch als Gesellschaft. Es haben sich sehr viele Veränderungen ergeben, die wir so nicht wollten, die wir nicht begrüßt haben, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Der Krieg in der Ukraine ist eine aktuelle Erfahrung, die uns auch in einen Krisenmodus versetzt. Persönliche Krisen spielen in der Kunsttherapie natürlich eine Rolle. Und Erfahrung in der Kunsttherapie, also in der Begleitung von Menschen, die in Krisen sind. Und was die Studierenden gemacht haben, sie haben eben mit Material gefragt, diesen Zustand befragt. In der Ausstellung sehen Sie formale, ästhetische und mediale Bezüge der Arbeiten untereinander, aber eben auch unter dieser Klammer des Fragilseins. Und es gibt eine materielle Klammer, und zwar gibt es einen definierten Materialkanon. Das ist Zeitungspapier, Transparentpapier, Bleistifte, Tusche, Gesso, Nadeln und schwarzer Faden. Darauf komme ich nochmal zu sprechen. Material verstehe ich hier als Methodik. Also mit dem Material sind spezifische Erfahrungen angelegt, und zwar sehr unmittelbar. Und was Sie auch finden bei den Exponaten, sind erzählerische, dokumentierende und poetische Texte als transmediale Erweiterung. Sie sehen hier eine Arbeit, Sie sehen eine Abbildung. Das ist in der Farbe ist es ein bisschen verfälscht, aber ich hoffe, Sie können es gut erkennen. Eine Arbeit von Sophie Sonnerborn, die sich mit der Frage beschäftigt hat, welchen Raum darf das Fragilsein einnehmen? Und was sie gemacht hat, ist, gerade wenn wir von Transmedialität sprechen, sie hat sich intensiv mit dem Menschsein, dem Dazwischensein beschäftigt, aber eben auch mit poetischen Medien auseinandergesetzt. Und Sie finden auf diesem Bild, dieser Abbildung, Sie sehen diese Körperfigurinen, es gibt einen Text dazu und es gibt eben auch eine klangliche Übersetzung. Sie hat einen Text aufgesprochen, den Sie hören können. Transmedialität, also wenn wir von Transmedialität sprechen, dann bewegen sich Inhalte zwischen verschiedenen Medien oder Medien werden übertragen, bearbeitet, verändert und von einem Medium in ein anderes übertragen oder eben auch in mehrere Medien. Das ist eben das, was auch Sophie Sonnerborn gemacht hat mit ihrer Arbeit. Ich spreche von fragilen Formationen. Formation ist ein Begriff, der bestimmungsbedürftig ist, auch der Begriff der Exposition, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Formation ist zunächst einmal ein offener Prozess der Herausbildung einer Form oder eine Form, die verändert wird. Also es gibt eine bereits existierende Form, wird überarbeitet. Also es ist ein prozesshaftes Vorgehen. Agnes Buber hat in ihrem Text am Phänomen orientiert gesagt, dass Formation ein vorläufiges Ergebnis von Akten der Wahrnehmung, Bewegung und körperlichen Bezugnahme ist. Das wird nochmal in meinem Vortrag des Weiteren relevant. Und wenn wir von Exposition oder Exposition, Ross Pryor, Professor for Arts in Higher Education, hat davon gesprochen, dass Exposition ein alternatives Präsentationsformat in den Künsten ist, dann sprechen wir erstmal von einem Aussetzen. Also in den Naturwissenschaften ist es so, dass da etwas, ein Organismus, ein Objekt,
beabsichtigten oder unbeabsichtigten Einflüssen ausgesetzt wird. Und in der Literatur ist es eben ein einführender Teil, der, wenn wir einen Text lesen, uns einführt und das, was wir dann lesen, was wir dann erfahren, was wir aufnehmen, das verändert sich im Laufe dieser Aufnahme, dieser Lektüre. Also es gibt etwas Unbestimmtes und ein Prozess beginnt. Ich hatte ja eben schon gesprochen von dem Begriff, den Ross Pryor bestimmt hat. Er hat von Exposition gesprochen und Ruth Matthäus Beer und Richard Jochum haben hier in ihrer Publikation Teaching Artistic Research etwas formuliert, was ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Expositionen sind Forschungsdokumentationen, die im Kern künstlerisch sind. Während es dem Publikum ermöglicht wird, zu verstehen, worum es in der Forschung geht, bieten Expositions ihm zusätzlich die Möglichkeit zur Anteilnahme. Expositionen tun genau das. Sie sorgen dafür, dass künstlerische Forschung eine Chance hat, öffentlich zu werden. Und da gibt es auch noch mal eine Verknüpfung zu dem, was gestern angesprochen wurde, das Kollaborative oder Partizipative der künstlerischen Forschung. Das sehe ich in einem Format wie einer Exposition verwirklicht. In fragile Formationen sehen Sie Exponate und poetische Texte, und zwar als materialbezogene Forschung. Also die Studierenden haben diesen Materialkanon gehabt und sind diesem Material gefolgt unter der thematischen Klammer. Und was stattfindet, also erstmal für die Studierenden in der Bearbeitung dieser Thematik, aber auch für Sie als Publikum, als Ausstellungsbesucherinnen, ist, dass es eben eine Einbettung und Bezugnahme der Exponate untereinander gibt. Es gibt ein materielles Vokabular. Und Sie können also Schaffensprozesse, Erkenntniswege und Einsichten nachvollziehen im besten Falle. Und vor allen Dingen, was auch zumindest eine Möglichkeit ist, den Handlungsweg mitvollziehen. Ich würde sagen, dass diese Exposition, fragile Formationen, eine partizipative Präsentationsform ist, also dass sie einbezogen sind als Betrachterinnen und dies, weil eben Handlungen und Erkenntnisse sich sinnlich vermitteln. Sie sehen hier das. Also bei mir hier auf dem Bildschirm ist es fast nicht zu sehen. Es ist leider, die Farbigkeit ist sehr, sehr zurückgenommen. Es ist eine Arbeit von Freya Katharina Neumann, die Sie auch unten sehen. Was insofern ganz schön ist in der Analogie, ist, sie hat, es ist ein Transparentpapierblatt auf einem Metallgestell. Und sie hat auf dieses Papier eine organische Form graviert, die nur unter bestimmten Blickwinkeln überhaupt sichtbar werden und mit Hilfe von Beleuchtung. Und insofern ist es ganz interessant, dass hier auch die Beleuchtung so stark ist, dass wir es gar nicht wahrnehmen können. Und sie hat sich gefragt, ist fragil ein Zwischenzustand, ist fragil kurzlebig? Ihre Arbeit ist ergänzt durch kleine Studien, die Sie an der Wand finden, wo sie auch organische Formen graviert hat in dieses Zeitungspapier. Also da nochmal dieses, wann wird etwas sichtbar überhaupt und unter welchen Bedingungen. Ja, was die Studierenden gemacht haben, bevor sie überhaupt in die Materialerkundung gegangen sind, sie haben sich Fragen gestellt. Und ich habe jetzt hier einige Fragen aufgeführt. Ist fragil kurzlebig? Gibt es fragile Formen? Wie lange ist etwas fragil, bis es zerbricht? Und Sie sehen hier eine Ausstellungsansicht. Ich hoffe, ja, ich glaube, da müsste es für Sie sichtbar sein. Eine Installation von Pietro Sabatelli, der sich gefragt hat, kann eine Bewegung fragil sein? Und damit Sie auch noch mal so den Weg nachvollziehen können, möchte ich gerne anskizzieren, wie ich weiß von Pietro, wie er vorgegangen ist. Er hat mit Zeitungspapier experimentiert, mit Gesso Zeitungspapier bearbeitet und dann mit Tusche. Und über diese Bearbeitung hat das Zeitungspapier eine Eigenbewegung gemacht, die er dann aufgegriffen hat. Und über diese Eigenbewegung ist die Installation, das Objekt entstanden.
Und hier möchte ich anschließen mit einem Zitat von Matt Mullican, ein Künstler und Bildhauer, der eben sagte, you can't answer the question, you can only demonstrate it. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Aussage, wenn wir von künstlerischer Forschung sprechen und nicht alles in Sprache übersetzen wollen, dass es eben einen Aspekt gibt, wo es eine Unmittelbarkeit des Objektes oder der Handlung gibt. Und die ist aus meiner Perspektive zentral. Das ist auch wirklich sozusagen der Boden, auf dem ich mich bewege, diese Handlungsorientierung. Ja, wir haben das Material, wie gesagt, hatte ich Ihnen schon genannt, welches Material zum Einsatz kam. Was hier im Material verborgen ist, ist eben, dass das Material selber Qualitäten hat, die bestimmte Erfahrungen ermöglichen. Bei Zeitungspapier zum Beispiel ist es eben ein Alltagsmaterial, es ist nicht individuell, es ist kein künstlerisches Material, was per se einlädt zu einem individuellen Ausdruck, sondern es ist etwas, es muss bearbeitet werden, damit ihm eine individuelle Perspektive einverleibt werden kann gewissermaßen. Also zum Beispiel durch Grundierung oder die Tilgung durch Tusche. Transparentpapier hat zum Beispiel eine sehr eigene Transparentpapier hat eine ganz eigene Haptik und auch einen Klang. Also da kommt noch mal ein anderes Medium mit hinein. Und was im Transparentpapier auch angelegt ist, dass ein unmittelbarer Umgebungsbezug vorhanden ist. Also wir haben zwar einen Werkstoff, der vielleicht eher so in der Entwurfspraktik eine große Rolle spielt, aber wenn wir Papier haben, das durchsichtig ist, dann wirkt die Umgebung mit ein. In Bezug auf Zeitungspapier hat Rahel Schüler eine interessante Arbeit gemacht. Sie hat Zeitungspapier aneinander geklebt gewissermaßen mit Gesso und hat ein sehr großes Format, ich weiß nicht genau, wie groß es war, aber so 1,50 Meter mal 1,50 Meter mindestens und hat erlebt, dass dieses Papier sehr im wahrsten Sinne des Wortes fragil war und hat durch mehrfache Grundierung dieses dieses Objekt stabilisiert gewissermaßen und es hat eine ganz besondere Haptik und Materialität bekommen. Und diese Stofflichkeit hat sie betont in der Art und Weise, wie sie diese Arbeit präsentiert. Ja, ich möchte jetzt gar nicht so auf die einzelnen Materialcharakteristiken eingehen. Also bei Gesso ist ja eigentlich auch kein künstlerisches Material, sondern eher etwas, was genutzt wird, um etwas vorzubereiten. Wenn wir es jetzt beziehen auf den Materialkanon, den wir zur Verfügung hatten, dann geht es da um Tilgung oder Löschung von Spuren, zum Beispiel auf dem Zeitungspapier oder der Ermöglichung von individuellen Spuren auf dem Transparentpapier. Oder eben zur Stabilisierung fragilen Materials wie bei Rahel Schüler. Tusche hat auch wieder eine eigene Materialität durch die lackartige Oberfläche oder das leuchtende Schwarz. Der Bleistift, der jetzt auch eher aus dem Entwurfskanon, Materialkanon kommt. Und der schwarze Faden, den ich als räumliche Linie sehe. Und Sie sehen, bei allen Materialien war eigentlich immer auch schwarz-weiß angelegt. Und in dieser Ausstellung, das war die erste Ausstellung, die die Studierenden gemacht haben, habe ich diesen Materialkanon definiert. Und die Idee war, bei diesen Materialien erstmal auch widerständige Materialien zur Verfügung zu stellen, die nicht unmittelbar etwas wie einen emotionalen Ausdruck ermöglichen, sondern die in dieser Auseinandersetzung mit dem Material auch eine Reimung herstellen. Sie sehen hier eine Arbeit von Elena Lisa Braune. Sie hat sich gefragt, ob Fragilsein ein dauerhafter oder ein veränderbarer Zustand ist. Und sie hat den schwarzen Faden verwendet und hat geknotet. Also Sie sehen, es ist eine fast mikroskopisch kleine Arbeit, aber Elena hat, soweit ich weiß, also mindestens einen Tag daran gearbeitet, viele, viele Stunden. Und was ganz interessant ist, wir verlieren ja vielleicht auch bei den, also bei vielen, mit denen wir uns beschäftigen, vielleicht auch die kleinen Dinge da aus dem Blick,
was sie gemacht hat mit dieser Knotung, also dieses Material hat durch das Knüpfen eine Eigenbewegung entwickelt und diese Eigenbewegung hat zu dieser Formation geführt, würde ich sagen. Also diese Arbeit, es ist eine Miniaturskulptur geworden. Ja, wenn wir jetzt von der Nadel sprechen, dann ist das ja eigentlich ein Werkzeug und kein Material unbedingt. Und ich sehe die Nadel eben ein Hilfswerkzeug, um den Faden in den Raum zu bringen. Und was wir auch machen, wenn wir mit der Nadel arbeiten, ist, wir durchbrechen die Zweidimensionalität. Und gerade in Bezug auf Papier ist es auf jeden Fall ein zerstörerischer Akt. Sie sehen hier Arbeiten von Laura Schmelzer. Ich habe auch gerade mit zwei Ausstellungsbesuchern darüber gesprochen. Sie hat alles Material, das zur Verfügung stand, kombiniert in verschiedenen Möglichkeiten. Sie hat übergrundiert, sie hat Textfragmente herausgearbeitet, sie hat Papierfragmente zusammengenäht und sie nennt ihre Arbeit Nähte zwischen Menschlichen. Was da auch nochmal ein wichtiger Aspekt ist, dass es da Fragmente gibt, die zusammengesetzt werden, aber auch diese Zusammensetzung durch dieses Handeln des Durchbrechens von Zweidimensionalität entstanden ist. Und was hier auch nochmal ganz wichtig ist für diese Ausstellung, ist eben, dass das Materialangebot sinnliche Erfahrung anlegt und dass die Auswahl und der Umgang mit diesem Material, das, was die Studierenden gemacht haben, eben auch eine Position in Bezug auf das Fragilsein definieren oder formulieren. Das kann man leider nicht, doch ein bisschen kann man es lesen, es ist eine gelbe Schrift. Ich gehe davon aus, dass die Eingrenzung des Materials zu einer produktiven Reibung führen und habe mich auch, also kann mich da gewissermaßen anlehnen an Sean McNiff, der selber davon berichtet hat, wie er zu Beginn seines Studiums mit einer Reduzierung des Materials zu einer Vertiefung der Auseinandersetzung in seiner künstlerischen Arbeit gelangt ist. Und es ist eben auch durch diesen Materialkanon angelegt, dass die Arbeiten untereinander Bezug nehmen. Also was auch nochmal eine wichtige Rolle gespielt hat, wenn Sie sich vorstellen können, ein Aufbaustudiengang, dass der Diskurs der Studierenden untereinander dadurch auch nochmal angelegt ist. Sean McNiff sagt, eine Reduzierung kann zu einer Öffnung für Entdeckungen führen und das durchaus in der Reibung mit den Grenzen der Materialität. Vielleicht nochmal, ich möchte noch Bezug nehmen auf die Arbeit von Eva Walch. Eine Arbeit, die ein bisschen verborgen in einer Nische hängt und hinter einem Transparentpapier ist ein Text verborgen, den man nur wahrnehmen kann, wenn man eben auch auf die Oberfläche fasst. Und Eva Walch hat sich mit Fragen auseinandergesetzt, die sie im Laufe ihrer Untersuchung verworfen hat. Also sie hat sich davon distanziert und ist zu ganz anderen Ergebnissen gelangt. Deswegen sind die Fragen hier durchgestrichen. Interessanterweise sagt sie, was passiert, wenn ich auf etwas Fragiles draufhaue? Und was man aber tun muss, um überhaupt zu entdecken, den Text, den sie da entwickelt hat, ist sehr vorsichtig auf das Transparentpapier tasten, um den zu entdecken. Jetzt möchte ich auf die Arbeit von Estera Dobrolinska zu sprechen kommen. Sie hat 10 Studien in den Rundbogenfenstern, zeigt sie. Und sie hat mir erlaubt, ihren Text hier mit Ihnen zu teilen. Und sie beschreibt dabei auch die Art und Weise, wie sie vorgegangen ist. Ich verabschiedete mich von meiner Ausgangsidee und wagte etwas Neues. Als ich das zerknüllte Zeitungspapier mit den Fingern in die nasse, kalte Gessofarbe gab und dann mit zärtlichem Druck auf dem Transparentpapier verstrich und wartete, verschmolzen die beiden Materialien ineinander. Ein Liebesakt. Einen Augenblick später trennte ich vorsichtig die Zeitung von der darunterliegenden transparenten Grundfläche. Ein Zwischenraum entstand, ein verzerrter inhaltlicher, den man nicht mehr nachvollziehen konnte und ein abgeschwächter farblicher, dessen ursprüngliche Intensität im Akt des Abziehens verblasste. Eine neue Ebene, die in zufälligen Zügen die bereits vorhandene Wirklichkeit spiegelte.
Vielleicht auch noch mal zum Verständnis, was sich bei vielen Studierenden gezeigt hat, dass das Gesso gewissermaßen wie ein Lösungsmittel wirkte und man gewissermaßen drucken konnte, also mit dem Zeitungspapier Drucke machen konkte. Estera Dobrolinska erkundet mit dem Fragilsein oder in dieser Erkundung die Eigengesetzlichkeit ihrer Handlungen und die Eigengesetzlichkeit des Materials. Das finde ich ganz wichtig. Und ich verstehe eben dieses künstlerisch-materielle Fragen als künstlerische Forschung. Und auch hier ist es aus meiner Perspektive eine Forschung im ureigensten Sinne, weil sie eben ergebnisoffen ist. Es gibt zwar hier eine Setzung, das ist die Rahmung durch Material und auch Thematik, aber im Ergebnis, was da geschieht, was Sie sehen, auch die Exponate in der Ausstellung, die sind eben nicht definiert, sondern die werden individuell entwickelt. Ja, jetzt bin ich beim dritten Punkt, Erkenntnis vom Körper her. Warum glaube ich, dass das so wichtig ist oder wie kann ich die Verknüpfung hier zu künstlerischer Forschung herstellen? Zunächst einmal ist die Handlung mit künstlerischem Material, die erfordert eine körperliche Bewegung. Und was wir damit machen, wenn wir in Bewegung kommen, ist, wir müssen erstmal unsere Ausgangsposition verändern. Das ist sozusagen im Kleinsten erstmal das, was wir tun, wenn wir handeln. Wir verändern unsere Ausgangsposition. Und diese Handlungen, auch um das nochmal so einzubetten, vollziehen sich immer im Rahmen individueller Lebensführung und Lebendigkeit. Christopher Dell, Musiker, Theoretiker und Komponist, hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, das Prinzip Improvisation, und sagt er auch, Wissenserwerb verortet sich im In-Bewegung-Sein. Also Erkenntnis geht mit In-Bewegung-Kommen einher. Erleben, Wahrnehmung und körperliche Begleiterscheinungen sind eine Quelle von Erkenntnis. Das ist etwas, was ganz wichtig ist, vor allen Dingen auch für die Kunsttherapie. Und auch nochmal ein Aspekt, künstlerische Handlungen oder Handlungen generell werden erlebt und nicht beobachtet. Die Beobachtung ist etwas, was dem erst folgt oder dem vorausgeht. Beobachtung erfordert eine Distanz zum Tun, welche im Tun selbst nicht gegeben ist. Ernst Comp hat den Begriff geprägt des Wissens ohne Beobachtung. Also wenn wir handeln, sind wir erstmal nicht im Beobachtungsmodus. Und für das, was ich Ihnen hier darlege, habe ich eben ein performatives und körperbezogenes Handlungsverständnis. Sie sehen hier eine Arbeit von Lara Hansen, die heute leider nicht da sein kann. Sie hat gefragt, fragil und stabil. Und was Sie sehen, oder da gibt es einen Text, der bei Laras Arbeit hängt, und Sie sehen, da ist ein Rezept beschrieben. Sie hat geschaut, wie sie eine Masse herstellen kann, aus dem sie Objekte baut, und hat ein Rezept gefunden. Und während sie sich damit auseinandergesetzt hat, hat sie gemerkt, dass es zwar ein Rezept ist, wie wir auch Methoden entwickeln, aber dass diese Rezepthaftigkeit auch vordergründig ist. Und selbst wenn wir Rezepte anwenden, haben wir immer noch performative Aspekte oder Dinge, die sich nicht einlösen, wo wir mit unserer Erfahrung und unseren Bedingungen, in denen wir uns bewegen oder handeln, auseinandersetzen müssen. Hier möchte ich noch einen Begriff mit einführen, und zwar von Polanyi, der über implizites Wissen schreibt, ganz wichtig für die Kunsttherapie. Unser Körper ist das grundlegende Instrument, über das wir sämtliche intellektuellen und praktischen Kenntnisse von der äußeren Welt gewinnen. Und auch hier nochmal so eine Zusammenfassung von dem, was hier bisher eine Rolle gespielt hat, wie wir stehen in einem Verhältnis zu der uns umgebenden Welt, und über dieses Verhältnis erlangen wir Auskunft, wenn wir uns auf unsere aktuelle körperlich-sinnliche Wahrnehmung beziehen. Sie sehen eine Arbeit von Hanna Däumer. Sie hat mit Zeitungspapier und Transparentpapier gearbeitet und auch mit Gesso und Tusche. Und was besonders interessant war, dass sie auch mit diesem Druck Verfahren gearbeitet hat und das zu Objekten gemacht hat, die in einer bestimmten Konstellation zueinander stehen. Und sie hat sich auch damit auseinandergesetzt in ihrem Text, den ich sehr interessant finde, wie
Eindrücke oder auch Abdrücke, also in welcher Weise wir bezogen sind auf unsere Mitwelt und Umwelt. Ja, jetzt komme ich zur Relevanz dieser Erkenntnisse, dieser Darlegung für die Kunsttherapie. Was ich ganz wichtig finde, ist tatsächlich grundlegend für mein Verständnis von der Kunsttherapie, ist, dass die künstlerische Forschung einen Umgang mit künstlerischen Handlungsformen erlaubt. Rahmungen, Formate und Materialien sind Bedingungen und Methoden künstlerischer Handlungen und sie sind eben Situations-, Zeit-, Kontext- und personengebunden. Und was ganz wichtig ist, damit kann ich Ergebnisoffenheit erfassen, aber eben auch vermitteln und kommunizieren. Sie sehen hier eine Arbeit von Nele Hartmann, die sich mit dem Fragilsein insofern beschäftigt hat, dass sie Faden und Seidenpapier miteinander verbunden hat. Und also Sie sehen eine Aufnahme von einem Objekt unten, das hängt in einem Bogen im Treppenhaus. Und was da ganz interessant war, dass sie, um den Faden durch das Seidenpapier zu bekommen, das durchstechen musste. Und an dieser Stelle, wo der Zug des Papierobjekts lastet, immer auch die Gefahr ist, dass sich das löst oder dass es aufreißt. Also insofern ein sehr fragiles Konstrukt ihrer Arbeit. Die Relevanz für die Kunsttherapie: Handeln und Erkenntnisse sind individuell, wenn Sie sich vorstellen, man befindet sich in einer therapeutischen Situation mit Gruppen oder mit Einzelpersonen, aber sie sind eben auch intersubjektiv nachvollziehbar, ganz wesentlich. Und das kann aber nur passieren, wenn die Beschreibung der Handlung möglichst wertfrei ist und am Phänomen orientiert und eben nicht bezogen auf zum Beispiel Theorien, auch psychologische Theorien, sondern tatsächlich situations- und kontextgebunden. Die Materialerkundung kann dann als Forschung reflektiert werden. Also es geht erstmal nicht um Anliegen oder therapeutische Zielsetzungen, sondern es geht erstmal um Erfahrung und das, was geschieht, ganz unmittelbar. Und dann können diese Erfahrungen und Wahrnehmungen für Patienten genutzt werden. Sie sehen hier eine Arbeit von Marilena Böger, die sich gefragt hat, kann etwas fragil und zugleich fest sein? Was sie gemacht hat, sie hat ganz viele Arbeitsprozesse durchgeführt mit verschiedenen Materialien. Dabei hat sich Material aufgelöst. Sie hat es, glaube ich, auch mit Wasser nochmal aufgelöst, Prozesse, die sie vorher durchgeführt hat, und hat dann diese Fragmente zusammengesetzt. Und was da auch nochmal ein besonderes Moment ist in ihrem Text, sie greift eben auf, dass jede Arbeitsspur sich eingegraben hat. Also dass in ihrer Arbeit auch diese Spuren sichtbar sind. Hier möchte ich nochmal auf etwas kommen, was durchaus in der Diskussion zu künstlerischer Forschung, aber in der Kunsttherapie kenne ich es auf jeden Fall, dass es so eine kritische Diskussion gibt. Ja, Kunsttherapie, das ist ja eigentlich so eine Ausbeutung der Kunst und es hat ja eigentlich nichts mit Kunst zu tun, was da passiert, sondern es wird eher so ausgebeutet gewissermaßen oder es stört eigentlich die Praxis der Kunst. Was ich da ganz wichtig finde zu sagen, die künstlerische Praxis, die bleibt erhalten in ihrer Unmittelbarkeit und auch in ihrer Handlungslogik. Was sich verändert aus der Perspektive der künstlerischen Forschung, aber eben auch der therapeutischen Verwendung in Anführungszeichen, ist, dass sich das Rahme, also dass es eine Rahmung gibt, das gibt es ja in der künstlerischen Forschung auch, und dass ich es dann auf eine bestimmte Art reflektiere. Und für die Kunsttherapie ist es eben wichtig, dass diese Erkenntnisse auf einer individuellen Handlungslogik der Patienten basieren und auf deren Reflexion. Und da ist auch nochmal so eine induktive Theorienbildung ganz wichtig für die Kunsttherapie. Also nicht so sehr von Bezugstheorien auszugehen, sondern von dem Patienten individuell. Bin ich irgendwie in der Zeit? Ich komme gleich zum Ende. Genau, und auch nochmal wichtig, was in der Kunsttherapie passiert, sind künstlerische Handlungen, nicht das Schaffen von Kunstwerken. Ich glaube, wir hatten gestern auch in der Diskussion diese Abgrenzung. Und
es kann doch passieren, dass da auch was entsteht, was eine Wirkkraft oder eine Strahlkraft hat von einem Kunstwerk, aber es ist nicht das Ziel. Und es ist auch sehr wichtig in der Kunsttherapie, das nicht damit, also diesen Kontext nicht damit zu überfrachten. Ja, ich bin jetzt schon bei meinen letzten beiden Folien. Sie sehen hier eine Arbeit von Lisa Maria Kraus, die sich gefragt hat, kann fragil körperlich sein? Sie hat Arme und Beine, wenn ich es richtig wiedergebe, mit Faden umwickelt und hat dann diese Faden, diese Verdichtungen abgelegt und geschaut, was entstehen da für Formen. Und also es gibt einen unmittelbaren körperlichen Bezug von dem, was Lima da gemacht hat. Unter welchen Bedingungen dient künstlerisches Handeln als Wissensquelle? Künstlerisches Handeln als formativer künstlerischer Prozess, also es ist ganz wichtig, dass es eben offen ist, dass es nicht produktorientiert ist. Präsentationsformate wie Exposition wäre eine Perspektive, die eben Teilhabe und Vermittlung von Erkenntnissen anlegt. Das künstlerisch-materielle Fragen ist ergebnisoffen und der Körper wird als Medium von intersubjektiver Erfahrung und Erkenntnis wahrgenommen. Und für die Kunsttherapie, Handlungs- und Materialbezug ist die Quelle von Reflexion. Rahmungen kunsttherapeutischer Intervention orientieren sich an künstlerischer Forschung. Also es geht eigentlich um diese Rahmung, Formatierung und diese Orientierung in den Rahmungen, die man sich setzt. Und dann wird es eben auch spannend, wenn wir einen Rahmen haben, was geht über den Rahmen hinaus? Also der Rahmen ist eben keine Fixierung oder kein Rezept. Wir hatten ja vorhin auch das Thema des Rezeptes, sondern es ist eben eine Perspektive, die wir dann nehmen können auf das, was entstanden ist. Und das künstlerische Handeln setzt für die Kunsttherapie bei den Ressourcen von Patienten an. Das ist unsere Aufgabe in der Kunsttherapie. Ganz wichtig ist eben ein wertfreier und zeitgebundener Blick. Also nicht mit einem Rückblick auf Erkrankungen oder Symptome, sondern tatsächlich, was kann aus dem künstlerischen Handeln produktiv entstehen? Und das setzt bei Autonomie und Selbstwirksamkeit der Patienten an. Und Sie sehen hier eine Arbeit von Leo Fischer, der sich mit der Frage beschäftigt hat, wo entsteht Verletzlichkeit? Es sind Porträts zu sehen, die auf mehreren Ebenen von Transparentpapier aufgezeichnet sind und die durch Druck oder Blättern in verschiedene Konstellationen kommen. Zum Abschluss ein Zitat von Petra Rathke, die sich mit Materialität inszenieren beschäftigt hat und die das auch aus meiner Perspektive ganz gut nochmal zusammenfasst. Material vermag durch minimale Verschiebung der Gebrauchskonvention erkenntnisreiche bildnerische Aktivitäten anzustoßen. Als entgegenkommender und zuwiderlaufender Dialogpartner lädt es zur Zwiesprache mit Aspekten der Materialität ein, die auf Empfänglichkeit setzt und ohne sprachliche Instruktion in individueller Handhabung und Sinngebung mündet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. I'm very happy to welcome John Butler. And I was, of course, I didn't know much about his biography, so I was very impressed that he was founder of an art collective gallery in 1974 in Exeter called SpaceX. And coincidentally, this is the same name of a company that exists today, which is, I think, something on another space. John Butler studied fine art in Birmingham, and he became later professor in this professor of art at the Birmingham School of Art. And he was also dean of the school, head of the school. And he was president of ELIA. And ELIA is the European League of Institutes of the Arts. So this is kind of the central organization of all the high arts universities in Europe. And out of ELIA, he became the CEO of Yiku Arts, and I'm sure he will tell us more about this.
It is a non-profit quality assurance agency for higher art education. So this is, I guess, very important also for the research quality. And John Butler is and was also active in numerous exhibitions, conferences, and research projects. So a real activist in the field of artistic research. A heartily welcome to John Butler here in Dresden. So I start, I'm an artist, a painter, traditionally, but my current position is that I'm a CEO of EQ Arts, which is a European independent arts accreditation agency. We can accredit degrees from bachelor to PhD, and we are based in the Netherlands, but we are totally independent of any national organization, government or ministry. We're on the EQUAR register, which is the register you need to be on to be able to carry out pure accreditation independently, and so that programs can run their degrees. Now, there are only four independent organizations, and two of them the arts. And the other one is Musique, which is the sister network to us, and they do all the conservatoires, and we look at all the arts, from fine art, architecture, all the design fields, and the performing arts. My former job was that I was the head of Birmingham School of Art, which is a part of a bigger institution, Birmingham Institute of Art and Design, and that's 2,500 students, so it's quite a big institution. And I had two roles, was head of school and also the head of research. And the roles were slightly different, but what I want to talk a bit about, the beginning of what I'm presenting, is a bit about the institutional perspective, or my kind of perspective from the institutional view. So it's going to be slightly different to the previous speakers in terms of I'm looking at from that aspect, but as facilitator, not as a control or a limiting factor. In the school, we set up what we called research centres. My concept was when I went there, because I did my master's there many years ago, was that all the teachers should be able to research, and should be research active, and that the curriculum and the program should reflect their interest, their research. So we set up a program where we had 10 master's programs, and they were across the fields of research that the institute was the bigger university was interested in, and also, as I say, the staff and our research students. And those five research centres were based and supported by the 10 master's programs. And the 10 master's programs range from radical matter and art and philosophy, erotic practice and the queering of senses, art in the public domain. We did the thing on art and education, and the thing on art and health and well-being. The kind of interest about the kind of program was that it was a bit about what Florian Kramer was talking about. It started to mean that a lot of our programs were externally facing towards the communities that we operated within. They also were tendency to be multidisciplinary, transdisciplinary, so that there was a lot of working with outside agencies and other bodies, and also that the actual thing led to a lot more of collaborative processes and practices. And that had, of course, an impact on how we taught and how we assessed students who were working as part of a larger, rather than as an individual, but with other students very closely. So it was that thing that actually dominated and really kind of developed our research culture and research practice. Aligned to that, we had the students, and in the end, I think I had 30-odd PhD students within the school. This is not within the school, so it was quite a large number for us.
as a way to kind of facilitate a lot of the practice and to externalize it, we started two galleries. And I mean, everywhere I've worked, I mean, as Michael said, I started SpaceX Gallery in the 70s, 1970s. But that was based on Space London, which was one of the first independent, it's an acronym, Space Provision Artistic Cultural Educational. And X was for Exeter. It was the first one, independent artist-led gallery outside London. And therefore, that's part of it. But went to Birmingham, I did the same. I started Eastside Projects, which is now quite a well-known independent artist-led gallery, but it's aligned and supported and funded through the university. So we had that, and also we had another gallery, Project Space, which was in Bournemouth, which is a historic part of Birmingham. And again, as been talked about in previous talks, and the importance of externalizing, we have our own archive. We had our own archive, and it's a historical archive, and a new addition. Things are added as it goes. And I think that one of the key things that we always felt with research is that, and the artistic research is how you externalize it and how it becomes that knowledge or that new idea or new developments is put into the public domain. And one of the things that we wanted is use the archive as a way of externalizing. So it's open, publicly accessible, open to researchers. People come from all over the world to look at certain things. So we had a major kind of collections on one of the areas that public art in the public domain, which is a kind of big area of research that we did. We had the PACAR archive, which was the Public Art Commissioning Agency, the national agency's archive in there in the art school. And so it was kind of forming a knowledge base that we all the students could access, and the research students. I mean, I supervised two PhD students who were doing work around the archive and their own practice. So it kind of linked in and was done that way. We created a peer-reviewed journal, Zetesis, which still is being published, but that had an international panel of referees. And that was a way also of external. And we did kind of themed publications so that we could use not only our own fields of research, but invite people to send in articles that then could be published and put out that way. So it was a way of just increasingly developing this culture. We also then formed a link with the kind of, it's called the Midlands Four Cities Consortium. And we worked, because the Midlands is one of the biggest dense population in the UK. And Birmingham, Birmingham, Coventry, Warwickshire and Staffordshire, I think, universities. But it meant that we worked with those universities. And only Coventry and Birmingham City, my university, were the arts. Warwickshire is one of the oldest, and Birmingham are two of the oldest traditional universities. But it made us work with them, and we were competitive in funding, in bids for funding. And it made us kind of start looking at how we could work with them and compete with them. And I think in the first 2 years, we really surprised everybody, because we got more studentships, more research funding than the traditional universities. So it kind of showed that we were fighting with the big boys. As I said, this whole idea was, it was about developing a research culture, but it was a way that we started then to think about how we could attract teachers. Teachers came to us because they wanted to be part of this domain. They wanted to be in these areas of research. Therefore, we were attracting people more pertinent to us. Similarly, we were getting research students who were coming specifically to actually work within the fields that we were identified. And they were multivarious, so it wasn't narrow.
But it's one of the hardest things I find that when I kind of work with universities is that it's very difficult to kind of be the best at providing support for your students if it's an ad hoc relationship. If the students come to you just say, I want to research this field, how do we support them? Where do we have the expertise to give them that kind of knowledge, that way of supporting? But if we then tell them where we're looking and what we're doing, then they can come to us and we feel confident that we can support them. So it's kind of guided us a lot in the way we worked. And that's the kind of way that I think we wanted Birmingham to develop and the School of Art, and to be specialist in certain fields, to have kind of areas of expertise. And it's how we marketed ourselves, promoted ourselves. And I think that's kind of key when I kind of visit institutions in my other position, is how they kind of see themselves and what they see as their drivers and their kind of direction. Now I kind of move on to the kind of second part, is that since I've been with EQ Arts, EQ Arts is, as I say, it's an independent quality assurance agency, but it's run by artists. All the people on the board, on the thing, are either arts education specialists or they're professionals in the field and people and the workplace. So we can give to the students, look at the whole perspective of the universities that we visit, art schools we visit, from those perspectives. We were invited by the Rietveld Academy in Netherlands, in Amsterdam, to be part of this. And we are the quality assurance agency. We were looking at to ensure the level and standards that this program was trying to achieve and attain was at the right level, and that's a doctoral level. And the point is that we've been working, I've been working with higher arts education across Europe for 20 years, really. And I think more than 20 years. And I think the problem is that higher arts education has always struggled because it's part, there's this binary divide and the kind of thing, it's so common that the arts academies are in the technical university sector generally, and therefore they have a problem with getting third cycle awards independent of traditional universities. And I think it's changing, it's moving forward, but it's something we've been striving to work for. And in a way, this project was really setting out to try and find a way to get recognition for research, artistic research, and for research in the higher arts education. And the partners you'll see, if I even talk to them, I think the only one that actually delivered doctoral level study as a recognised award out of that seven was Glasgow. The rest were struggling because of their national legislation and the rules that govern how they can operate. But the institutions all work together and look to find ways to make this happen, and I think it's commended. And again, I'll talk a bit about some of the other things we're doing. Jeroen Boomgaard, who's the person who was leading this from the Rietveld Academy, defined what he thought this is research, artistic research is about. And this is what he said. And in a way, it drove a lot of what the project was about. I don't want to read it out. I think if you read it, you can see it's self-explanatory. I think it does kind of try to address that question, I think, has been raised already around what's the difference between artistic research and art practice. Okay. The objectives of the CRD, as I said, were presenting a new perspective for this third cycle. What we have to do, and EQ Arts as an agency does, is have to respect the autonomy and the
constitution, the governance of the individual institutions. We cannot change that, and we don't want to do that. But we also kind of are totally committed to the European standard, because we are bound by, as a quality agent on that register, that we look at institutions according to the European standards and guidelines, which were laid out in 2015, the new version. And basically, I mean, that's about student-centered learning, about outcomes-based learning. All institutions here are signed up to that. Whether how they interpret that is up to them, but they are bound up to it, so that when we are invited to talk and review and accredit, we will come from that perspective. What we tried to do and look at where the common grounds that we needed to ensure to actually make the project work. We're addressing selection of candidates, research methodologies, training of students, and the training of teachers and supervisors, developing research environment, supervision, assessment of outcomes, and dissemination. A lot of those are controversial in a lot of institutions. The training of teachers in a lot of arts academies is questionable. The idea is that, but I believe that if you are supervising, and I've supervised quite a lot, but when I started doing it, I was pretty ignorant of what it really meant. And I think I needed to have a guide of somebody who'd done a number of supervisions, six completions of PhD supervisions, to be able to do it myself. And I think that, I had to do three completions before I could even be a lead supervisor. So we think that we need to train our teachers to actually take on these roles. And we need to look at the assessments and how we assess. And I think that one of the interesting things is that with the CRD was that it formed the same kind of pattern as the normal masters and with a public examination, public thing. But Florian Kramer and I were invited to actually evaluate that whole process of assessing a PhD or doctoral, creative doctors. And I think it's fair to say we were quite critical of the kind of rigour of the whole process. And I think that's not criticising the Dutch system or Rietveld. It does a fantastic job. But it's a kind of way that they need to actually rethink how they actually are doing that, because a PhD is not the same as a master's, Meister Schule. And therefore, that you need to actually be kind of guided to how you do that. So there was a lot of kind of debate, there's a lot of kind of challenges and a lot of confrontation, I think, with the institution. These are the distinctive characters that we wanted this kind of program to have, but we wanted it also to be applicable to all the creative and performing arts and design fields. So it was actually, we had to look at it from that perspective. We wanted to avoid this tautology, to develop a partnership between higher arts institutions and employers and the professional world. And I think that's something that I think a lot of people, a lot of institutions now are looking at how your institution operates within how your students are getting prepared and engaged to go forward when they go out into the real world. To embrace transdisciplinary skills, as I talked about before, to place high value on research methods intrinsic to artistic research. And I think everywhere I go, everybody keeps using the term scientific. And I think that as soon as we can drop that terminology and look at what artistic research means, we will move forward. We need to think of how the methodologies are appropriate to the different kind of practices from the arts fields. And to kind of question, and then this is quite critical, to question the form of the doctoral award document, whether the thesis is the traditional process,
needs to be challenged, and then if you're going to accept this notion of transdisciplinary practice. So, but I think what we wanted to stress is that we're not intending to know research is antithetical to scientific research. I think we're not saying that we're so different. We learn and we actually take from their methodologies the same as we do with the humanities, but we do need to be have our own kind of distinctive processes. The outputs of the Crater Doctors, well, we created a database, and all these things are on the web. You can actually find them, so you can use the actual database for the third cycle. Is we invited institutions that we knew had a high profile in artistic research, and we went to America and to Australia as well, so we have information on them. But we wanted to be able to offer things so that people, students and teachers, can look to what practices are going on and where's possible to go. It's still a live website. It can be added to, and I'm working with some colleagues here, and I'll talk about that in a second. But that is a kind of area that we found as much information about what was happening before we started the second phase. We then, at the end, we then produced this book. It's The Constellation. And it's a kind of how the partners are approaching artistic research, and usually a student's example of a student's doctoral level study. So it has the two elements that you can have. It's available online. I brought a few copies, but I've given them to the institutions I've worked with earlier on. But that's available online, and if you want, I can send you a hard copy, but if you contact me. But then this is the kind of quite important. It's a framework for good practice of third cycle doctoral awards in the creative and performing arts. It's this document, I think it's quite unique. There isn't a kind of a guide to setting up third cycles. And this was created by EQ Arts, so I'm co-author of this. I've got a few copies if people want it, but again, it's available online. But I've got a few copies there if you want. And we wrote a position paper about, and to increase the recognition by the European Commission, the European Union, national agencies, national quality agencies, about the need for higher arts education to be able to offer third cycle degrees. It was more applicable. It aligns to another document we wrote. And these are the other things that EQ Arts has been doing, and they, in a way, are specifically relevant to the whole development of artistic research. We were part of a group of all the kind of leading arts institutions, arts networks, Cumulus, Select for Film, Cumulus for Design, ELIA, SAR, Research Association, on why higher arts education be recognised for delivery of the third cycle. It was a political paper, it's not an academic paper. And I know it's received certain criticism from people not far from here, but again, it was aimed at the political agenda, not at the kind of academic. The position paper I've already talked about, that's on our website. That handbook and Constellation, you've got that. We are now coordinating the CalOEX project, and CalOEX is an extension of CalOE, and we've been asked to coordinate the development of the learning outcomes for all three cycles, on from the earlier tuning documents and the earlier time for BA, MA and doctoral level. So we're rewriting those, and they'll be published in 2 years' time, a year and a half's time. But again, we're working with a large
all the networks to try and make sure that we represent their opinion on what the best way for learning outcomes to be defined for each. It's a generic one, not subject specific, so it has to be kind of written that way. But again, it's something, if you want to have an input into a say, then welcome you contacting us and being able to offer us some kind of guidance and things. The other project that we're now doing is Film EU, which is very much aligned to a European universities program, where it's universities who deliver film are looking at creating a joint international master's, very much part of the European university program. Again, it's a nice, it's a good concept, but there are a lot of problems because of national ministries, national laws, legislation that prohibits certain kind of relinquishing of your autonomy. But again, I think it's we are ensuring that the quality of that and that the actual, we've written the framework for it, a joint master's, and we're actually written a kind of guides for how to approach accreditation, writing of a self-evaluation report, etc. So we're trying to be involved as much, and we've been asked and been recognised to be representative of the arts. And you know, we're always looking for people who want to be part of the teams, who take part in the reviews and accreditation visits. And if you want to, we run training programs just to make sure we can sing from the same hymn sheet, if you like. But I think, basically, that's all my presentation. But if you need any more information, and I'm working with your colleagues here, Teal and Claudia, on the EU for Art project, and I'm trying to help them a bit to move that forward. But it's very much in the same vein. The actual aspiration is fantastic. It's having it overcomes the bureaucratic, legal kind of situation we're all in, and I think that I wish them well, and I hope I can help them as much. But thank you very much for listening. Vielen Dank, Michael Hildbrunner, für die Präsentation und auch vielen Dank für die Einladung, heute hier sein zu können. Ich habe vor langer Zeit hier studiert und bin ich ganz froh, wieder in Dresden zu sein. Und vielleicht knüpfe ich, weil wir vorher eine Darstellung hatten von der Akademisierung der künstlerischen Forschung, vielleicht knüpfe ich an dem, was Grit Ruhlan gestern sagte, inwieweit, auch wenn es nicht so hieß, künstlerische Forschung, wir doch hier in Dresden an der Kunsthochschule einige Ansätze hatten. Und tatsächlich gab es den Vorschlag gestern, dass auch wenn es keine Dokumente gibt und keine Archive, dass es vielleicht doch noch möglich wäre, Interviews zu führen, um vielleicht solche Ansätze zu protokollieren oder zu dokumentieren. Als ich hier studiert hatte, könnte man sagen, ich habe schon viel gelernt von Eberhard Borschlett oder zum Beispiel von Ulrike Grosshardt, wo sehr viel mit Theorien und mit Philosophien vor allem gearbeitet wurde, oder Lutz Dambeck, der immer, wie wir das genannt haben, ein bisschen kritisch von uns verlangte, Projektkunst zu machen, alles zu schreiben, was wir planten, und wir haben immer uns beschwert und gesagt, wir wollen das Planlose planen, aber er hat immer seine Dokumentarfilme sorgfältig geplant. Aber es gab auch nicht nur von den Künstlern, die aus dem Westen kamen, und Künstlerinnen, sondern tatsächlich die Professoren, die aus dem Osten hier waren. Zum Beispiel, ich war bei Helmut Heinze, Professor für Bildhauerei. Ich kann mich auch ganz genau erinnern, wie wichtig für ihn war, in dem Klassentreffen mit Büchern runterzukommen, manchmal Stapeln, die er sehr selber nicht mittragen konnte, von Goethe, Heinrich Heine und anderen auch Künstlern, die Texte geschrieben haben. Also im Prinzip gab es auch da einen Ansatz der künstlerischen Forschung. Das finde ich interessant tatsächlich, um das zu dokumentieren, aber vielleicht um diese Vielfalt zu reflektieren von Ansätzen, die für mich damals auch sehr wichtig war in der Zeit, als ich in Dresden studiert habe, weil ich parallel
meine Doktorarbeit schrieb, vielleicht auch ein bisschen durch diese Erfahrung dieser Pluralität von Ansätzen an einer Kunsthochschule, die sich gerade in so einem Wandlungsprozess befand. Man kamen die Professoren aus dem Westen, die Konzepte von Kunst aus dem Osten waren noch da und man hat gemerkt, wie konfliktreich diese Situation ist und dass eigentlich nicht nur in der Kunsthochschule, sondern auch an den Universitäten, wo ich meine Doktorarbeit in der Soziologie machte, gab es tatsächlich einen Konflikt von Paradigmen und man kann sagen, es gab sowohl in der Kunsthochschule als auch an der Universität, wo wir gestern waren, eine Vielfalt von Ansätzen, die manchmal in Konkurrenz zueinander standen. In dieser Zeit habe ich dieses Buch geschrieben, das war meine Dissertation, Kunst und Wissen, die Stilanalyse in der Soziologie Karl Mannheims. Und ja, wie Michael Hildbrunner sagt, tatsächlich, er ist bekannt für sein Buch Ideologie und Utopie. Man könnte vielleicht das besser im Plural sagen, das wäre, wurde im gerechter behandelt, Ideologien und Utopien, inwieweit gibt es dann in der Wissenschaft ideologischen oder Ansätze, die in Weltanschauungen verknüpft sind und gleichzeitig in diesen Ideologien oder Weltanschauungen auch utopischen Vorstellungen, wo man hingehen möchte, also das Zukünftige von diesen Ansätzen. Das fand ich faszinierend, dieses Buch von Karl Mannheim, und habe ich in dieser Zeit dieses Buch geschrieben oder an dieser Dissertation gearbeitet, und ich muss dann tatsächlich mich bedanken, weil an dieser Kunsthochschule habe ich tatsächlich sehr viel Material gehabt vor Ort für diese Konkurrenz oder Konkurrenzen der Weltanschauungen in der Kunst und an der TU in der Wissenschaft. Ich fange damit an, weil ja, ich wollte dann hier mich verorten. Heute bin ich Professorin für künstlerische Forschung an der Kunstuniversität Linz seit 2 Jahren. Und ich möchte heute meine Arbeit vorstellen, was ich verstehe unter künstlerischer Forschung in Anlehnung an meine Arbeit. Ich werde auch ein paar Arbeiten zeigen, die ich hier gleich nach dem Studium gemacht habe, die ich glaube, es passen würden. Und ich habe das künstlerische Forschung als exzentrische Forschung genannt. Michael Hildbrunner meinte, ich kann mich gar nicht darunter vorstellen. Das fand ich ganz gut, weil es ist einfach eine Überraschung, was jetzt kommt. Und tatsächlich, das war die Lösung für mich, mit dieser Professur zurechtzukommen, weil ich in diesen Diskursen der künstlerischen Forschung nicht so drin war, als ich diese Stelle bekam. Ich forsche in dem Bereich der Soziologie, der Kulturwissenschaft und in der Kunst und hat immer alles irgendwie zusammen gepasst, sehr experimentell, sehr oft. Und ich dachte, wie soll ich dann diese Disziplin oder das konzipieren? Und ich fand immer interessant, dass wenn ich gesagt habe damals, ich habe jetzt eine Professur für künstlerische Forschung, immer wieder diese Reaktion kam, was ist denn das überhaupt? Oder manchmal anlächeln, so wie, ja, das macht gar keinen Sinn. Und manchmal kam auch zum Beispiel die schöne Ausdrucksform, ja, was denn, das kommt mir Spanisch vor. Das ist dann so typisch, es kommt mir Spanisch vor. Dann dachte ich, das passt zu mir, weil ich aus Spanien komme. Ich habe auch einen spanischen Akzent. Und ich habe tatsächlich gegoogelt, was das ist, es kommt mir Spanisch vor. Und das kommt tatsächlich aus einer Zeit, aus der höfischen Gesellschaft, in der adligen Gesellschaft, wo die Spanier berühmt waren für exzentrische Partys, also für exzentrische Veranstaltungen und exzentrische Manieren. Ich habe mich damit abgefunden und ich dachte, das ist vielleicht nicht schlecht, manchmal muss man mitgehen mit den Reaktionen. Und ich dachte, ja, wieso denn nicht, eigentlich passt das ganz gut zu meiner Arbeit, weil ich sehr oft diese exzentrischen Positionen, also außerhalb von dem, was man erwartet, suche, also außerhalb der gewöhnlichen akademischen Zentren bewege, aber auch außerhalb von dem, was uns immer wieder trennt zwischen Kunst, Leben, Wissenschaft, Religion, Magie, Alltag, also diesen Bereichen
sind für mich interessant, immer wieder zu reflektieren, wo sind die Grenzen und was machen wir, wenn wir Kunstprojekte ausstellen, haben wir vorher gehört, in Ausstellungen kommen wir in die Öffentlichkeit, was machen wir damit, damit die Personen, die unsere Ausstellung anschauen, vielleicht doch in Verhandlung treten mit dem, was Kunst ist, Leben und vielleicht Wirtschaft, wenn es um die Arbeitswelt geht, die eigene Arbeitswelt. Deswegen finde ich diese Verschiebungen zwischen den gewöhnlichen Zentren ganz interessant und diese exzentrisch, es ist auch ein Wort, was ich gefunden habe in einem Übersetzer, Henry Mechonik, der hat einen Text, der über el extranjero, also der Ausländer, so ungefähr, um dieses exzentrisch zu sein, als ein Moment der Kunst zu begreifen. Den Text habe ich leider nicht auf Deutsch, habe ich nur auf Französisch und auf Spanisch, falls jemand den haben möchte. Aber auf jeden Fall, er bezieht sich dann auf ein Prinzip der Verfremdung. Oder er spricht auch von Ostranenie, also verstanden, es wird verstanden als ein Wort, das zum Beispiel in den russischen Formalismus sehr oft benutzt wurde, um fremd, und es wird als Fremdmachen übersetzt. Oder auch als, es ist ein Spiel zwischen fremd und gleichzeitig Fremder oder Ausländer, also mit diesen Wörtern wird gespielt. Und Ostranenie bezeichnet die Arbeit der Kunst, bekannte und vertraute Phänomene in einer unfamiliären und damit ungewöhnlichen Art und Weise auszuüben und zu präsentieren, so dass im Publikum ein Fremdeffekt hervorgerufen wird. Aber dieses Fremdeffekt Willens ist es nur, es ist nicht eine Lust zu was Fremdes darzustellen, was Ungewöhnliches, sondern es ist mit dem Ziel verknüpft, das Publikum in die Lage zu versetzen, sich für eine neue Perspektive und eine neue Wahrnehmung der vorher vertrauten und familiären Wirklichkeit zu öffnen. Auch wieder in Verhandlungen zu kommen, zu wissen, was ist Welt der Kunst, Welt des Alltags, Welt der Wissenschaft, die Welt der Wirtschaft zum Beispiel. Und so, es ist interessant, dass so ein Fremdeffekt entsteht tatsächlich schon in dieser Bezeichnung künstlerische Forschung und deswegen diese Irritationen. Weil dieses Adjektiv künstlerisch wird mit dem Hauptwort Forschung zusammengebracht und dieses Spiel mit der ursprünglich familiären Nutzung eines Wortes, welche normalerweise nur mit Wissenschaft in Verbindung gebracht wird, klingt dann ungewöhnlich und ruft deswegen gleich Irritationen hervor. Die Frage ist dann, ob nach dieser Irritation, dieses Lächeln, diese Unverständlichkeit, doch die Personen bereit sind, auf dieses etwas Neues einzulassen. Es gibt tatsächlich viele Formen, dieses Fach künstlerische Forschung zu verstehen, verschiedene Genealogien, verschiedene Ansätze. Und wir haben heute das Thema Methoden, verschiedene Methoden. Ich werde meine Arbeit präsentieren und einige Reflexionen, die für mich wichtig sind, um dieses Exzentrische zu verstehen. Ein Vorbild, das ich immer in der Lehre als Beispiel verwende, um das exzentrische Prinzip zu visualisieren, ist Don Quixote de la Mancha. Aus dem Roman von Miguel de Cervantes, ein Roman in zwei Teilen, der interessanterweise in der Zeit geschrieben wurde, als der Ausdruck "es kommt mir in Spanisch vor" entstand. Don Quixote, dieser Caballero, de cuyo nombre no quiero acordarme, also an dessen Namen ich mich nicht erinnern will, wie Cervantes sein erstes Buch anfängt, entscheidet sich an einem Tag aus seinem Bett aufzustehen und die Lektüre und viele Bücher der Literatur, die in seinem Zimmer liegen, hinter sich zu lassen und sich auf eine Abenteuerreise zu begeben, als neuer selbstbenannter Ritter. Mit viel Energie und einer alten Ausrüstung, einem Magenpferd und
dem Begleiter Sancho Panza an seiner Seite, machte er sich auf den Weg, um Abenteuer zu erleben, die er bis jetzt nur in der Literatur, also in der Welt der Kunst, lebhaft verfolgt hat. Durch ein Ritual, welches er selbst den Ritterromanen entnimmt, lässt er sich zum Ritter schlagen. Damit haben wir also dieses Moment des Anfangs von einer neuen Welt und er macht sich dann auf den Weg. Wir haben also in diesem Roman so eine Art Umkehrung und mit einem Spiel zwischen diesen Grenzen von Leben und Kunst, sowie auch zwischen den Grenzen von Vergangenheit, Gegenwart und einer vorgestellten Zukunft, die Utopie sozusagen von Karl Mannheim. Dann die Frage, die uns Cervantes stellt, ist, was ist, wenn man die Welt der Kunst, der Literatur verlässt und diese in die Wirklichkeit holt? Was ergeben sich für Spielmöglichkeiten? Welche Wirkung hat diese Umkehrung? Können wir die Gesellschaft überreden vielleicht, dass es sich lohnt, diese Umkehrung mit offenen Augen zu folgen, vielleicht Don Quixote zu folgen? Interessant ist, dass er sich den Weg macht, also und auf der Reise immer wieder neue verschiedene Personen trifft, die ihn nicht verstehen. Sogar sehr oft Sancho Panza, sein Begleiter, der seine Gedankengänge schon kannte, musste er immer wieder überzeugen, um Verständnis für seine Aktionen einzuholen. Zum Beispiel, alle kennen diese Szene mit den Windmühlen, als Sancho Panza Don Quixote aufhalten wollte, die Windmühle zu zerstören, und er schrieb, es sind Windmühle und keine Giganten, Riesen. Und Don Quixote kämpfte aber weiter und zerstörte die Windmühlen. Danach musste dann Sancho Panza erklären, was ihn so getrieben hatte. Er erklärte zum Beispiel, dass es auch eine andere unsichtbare Welt der Zauberkeit geben, die sich nur manchmal einschaltet und die dann blitzschnell Giganten in Mühlen verwandeln kann, so wie vielleicht die Konsumgesellschaft und die Werbung mit sehr vielen Gegenständen tut, ne, in unserer Gegenwart. Und es gibt dann andere Szenen, wie zum Beispiel, wo er die Puppen zerstört. Also mit verschiedenen Aktionen oder Performances, könnten wir sagen, zwischen und Verhandlungen auch zwischen Literatur, Imagination, Magie und Alltag und Wirklichkeit, endet dann die Reise von diesem ersten Buch. In der zweiten Reise von Don Quixote, in dem zweiten Buch, 10 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Buches, haben wir eine andere Situation. Bei der zweiten Reise ist das erste Buch schon erschienen, alle kennen Don Quixote de la Mancha und alle bereiten sich auf seinen Auftritt vor. Sie bauen sozusagen gedanklich eine Bühne, auf der er auftreten soll, und alle freuen sich auf die Unterhaltung, die Don Quixote dazu bieten hat. Mit dieser Umwandlung ins Spektakel verlor da der Ritter den Raum, den er für die Verhandlungen zwischen Kunst, Magie und Alltag brauchte. Das ist interessant, weil in dem Moment, als es Spektakel wird, wird er machtlos und er beginnt selber an sich zu zweifeln. Er kann nicht mehr verhandeln, weil alles, was er anbietet, ist Unterhaltung und wird akzeptiert. Deswegen können wir uns gleich die Frage hier stellen, inwieweit kann die Kunst ihre Wirkung, ihr Wissen entfalten, das Wissen, was die Kunst produziert, entfalten, nur dann, wenn dieser Raum der Verhandlung existiert, wenn die Grenze zwischen Wirklichkeit, alltäglichem Leben und Kunst nicht so streng getrennt durch einen Vorhang zwischen Realität und Aufführung wahrgenommen wird, sondern ein Spiel mit dem Vorhang, mit den vermeintlichen Grenzen zwischen diesen Wirklichkeiten. Es gibt einen Autor, auf den ich mich oft beziehe, das ist Alfred Schütz, der auch ein Schüler von Max Weber, der vorher genannt wurde, war. Er hat ein Buch geschrieben in seiner Theorie der Lebenswelten und er hat sich auch mit dem Don Quixote auseinandergesetzt. Wir hatten gestern auch den Bezug zu Niklas Luhmann, der irgendwie diese Theorie, dass Kunst und Wissenschaft zwei getrennte Systeme sind, die nach unterschiedlichen Prinzipien funktionieren. Bei Alfred Schütz haben wir genau dasselbe und er ist total überzeugt, dass wenn wir von einer Welt in eine andere gehen, das sofort merken. Zum Beispiel, wenn wir ein Theaterstück anschauen, Vorhang wird aufgemacht und wir springen. Also er sagt, es gibt einen Sprung von einer Welt in eine andere Welt. Es gibt nur eine Stelle, die sehr interessant ist, wo er sagt, aha, bei Don Quixote de la Mancha ist anders, da habe ich ein Problem.
und endet und kann das Problem nicht weiter behandeln. Und irgendwann hat er sich entschieden, doch einen Text darüber zu schreiben, wo er seine Theorie komplett kritisiert. Eigentlich Cervantes, sagt er, zeigt uns, dass es doch nicht so getrennt voneinander ist und dass es in diesen Verhandlungen, in diesem Roman, haben wir eine Lehre, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, sowohl Kunst als auch Wissenschaft oder anderen Lebenswelten zu analysieren. Ja, das ist so zum Beispiel als Bezug und ich würde gerne jetzt vielleicht kurz noch einige meine Arbeiten zeigen und ich dachte, da ich in Dresden bin, fange ich an mit einigen Arbeiten, die ich hier in Dresden gleich nach meinem Studium und Meisterschülerstudium gemacht habe. Wir haben einen Ort hier im Zentrum von der Stadt gehabt, im 7. Stock. Gret Ruhland war auch dabei. Also, und wir haben sehr viele Ausstellungen gemacht in unterschiedlichen Räumen. Und ich zeige zwei Arbeiten, die ich damals gemacht habe, wo ich mit diesem Spiel zwischen was ist Kunst, was ist Alltag, wie kann man dann vielleicht spielerisch damit umgehen und eine Forschung machen, die man später präsentiert, wo auch die Betrachter, Betrachterinnen damit in Verhandlung kommen können. Ich lese einfach nur vor aus diesem Buch, wo ich drei Projekte dokumentiere und ich werde ich nur die zwei ersten Dachwohnungen und Pause, die ich hier in Dresden gemacht habe, vorlesen. Dachwohnung, Albertplatz, Dresden. Diese Arbeit entstand wie eine Ausstellung in einer alten Villa in Dresden. Als die Ausstellungsräume aufgeteilt wurden, war ich im Urlaub und nur die Räume unter dem Dach waren frei geblieben. Ich hatte vor, eine Serie von Bildern zu zeigen, aber die schrägen Wände der Dachräume kamen meinem Vorhaben nicht entgegen. Ich fragte mich, wie die Menschen, die in Dachwohnungen leben, mit solchen Räumen umgehen. Es lohnt sich manchmal, Anregungen von außen zu holen. Ich entschied mich deshalb, am Wochenende vor der Ausstellungseröffnung die Kamera mitzunehmen und an den Türen von Dachwohnungen zu klingeln. In der anschließenden Ausstellung zeigte ich den Film, der bei meiner Expedition entstanden war. In dem Film sind viele Dachwohnungen zu sehen. Und gestern habe ich zufälligerweise in der Neustadt jemanden gefunden, der an dem Film teilgenommen hat. Pause. Ich wurde im Rahmen einer Ausstellungsreihe eingeladen, im Foyer des Schauspielhauses Dresden auszustellen. Und so entstand das Projekt Pause. Mit Pause ist die Pause der Mitarbeiterinnen des Schauspielhauses gemeint, diejenigen Mitarbeiterinnen, die im Foyer dieses Theaters Dienst haben. Während die Zuschauer, Zuschauerinnen sich das Theaterstück anschauen, es spielt sich im Foyer ein ganz anderer Verlauf der Dinge ab als auf der Bühne. Die Türen werden geschlossen, es entsteht eine totale Ruhe. In dieser Zeit sitzen die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vor der Garderobe und überbrücken die Zeit. An einigen Tagen habe ich diese Pausen als Gelegenheit benutzt, um die Mitarbeiterinnen kennenzulernen. Ich konnte in dieser Pause Zeit Fotos machen und Interviews. Bei der anschließenden Ausstellung im Foyer konnten die Ausstellungsbesucher einige von diesen Materialien in Leuchtkästen ansehen und es waren auch immer gleichzeitig einige Mitarbeiterinnen anwesend, mit denen sie sich hätten unterhalten können über Theater und Leben hinter der Bühne. Sie erzählte mir über ihre sehr viel eilig über das, was Kunst ist und was sie, welche kreative Tätigkeiten sie haben in ihrer Welt. Ich komme zu meinem nächsten Projekt. Leider habe ich mein Handy hier nicht dabei, wegen Zeit. Ja, okay. Gut, und mein letztes Projekt ist ein Projekt, was noch im ja, ich bin noch immer noch in diesem Projekt und ich werde wahrscheinlich länger daran arbeiten, obwohl dann schon ein Buch erschienen ist, so eine Zwischendokumentation, damit es doch dokumentiert ist. aber es gibt viele Sachen, die sich nicht dokumentieren lassen. Auf jeden Fall, dieses Buch oder dieses Projekt entstand auch schon mit einer Verschiebung, mit einer exzentrischen Verschiebung. Ich habe mich damals beworben für ein Stipendium
in Frankfurt, wo ich gelebt habe, an der Kulturstiftung Hessen, um ein Jahr im Ausland Kunst zu machen. Das ist dann sehr beliebt, so ein Stipendium. Und ich wusste, ich will unbedingt nach Brasilien, aber ich wusste auch, ich kann eigentlich gar nicht ein ganzes Jahr nach Brasilien gehen. Und dann dachte ich, ja, habe ich mich geärgert, klar. Und dann dachte ich, aber ich will trotzdem nach Brasilien. Dann habe ich argumentiert, in einer Migrationsgesellschaft brauchen wir ja nicht nach Brasilien zu gehen, sondern wir haben auch ein Brasilien in Frankfurt. Und so habe ich argumentiert und gesagt, ich will ein ganzes Jahr in Frankfurt verbringen. Und sehr oft entstehen meine Projekte so, dass sie fast zum Scheitern verurteilt sind. Auch Dachwohnung zum Beispiel ist so entstanden. Und hier tatsächlich glücklicherweise ein paar Wochen danach bekam ich dann die Nachricht, dass ich das Stipendium hatte und dass ich ein Jahr in Frankfurt bleiben kann mit Brasilien. Und in dem Projekt hatte ich auch angegeben, gehe ich dann vielleicht danach einen Monat und verfolge eine von diesen Perspektiven aus Brasilien, die ich in Frankfurt entdeckt habe. Auf jeden Fall, ich wollte in dieser Arbeit, also nach dieser ersten exzentrischen Verschiebung von Anträgen in der Kunstwelt, wollte ich dann auch einigen, also ich wollte tatsächlich die Brasilianer und Brasilianerinnen, die in Frankfurt sind, kennenlernen, aber gleichzeitig war es mir deutlich, okay, was kann ich dann mit diesem Material machen? Im Sinne der Soziologie kann man Interviews führen und vielleicht unterschiedlichen Stile in der Auseinandersetzung mit Brasilien analysieren, aber man soll immer nach der wissenschaftlichen Methoden immer mit Distanz arbeiten und also es gibt noch andere Prinzipien und ich war hier sicher, ich will was ganz anderes machen und ich wollte vor allem auf keinen Fall Distanz, sondern eher mich annähern, in Verbindung bringen mit dem, was ich erlebe und gleichzeitig so eine Art partizipative Arbeit gestalten mit den Personen, die ich kennenlerne. Und ich war auch irgendwie bewusst, dass im Laufe des Projektes ich immer wieder unterschiedlichen Persönlichkeiten entdeckte, die manchmal konträr zueinander waren. Und ich war bewusst, dass ich immer wieder die Neigung hatte, diese verschiedenen Biografien zusammenzubringen. Oder vielleicht in so eine Richtung Gruppentherapie, Richtung irgendwie sie gemeinsam doch zu haben, obwohl sie sich getrennt haben. Das war eine Zeit, wo es ganz viele politische Demonstrationen gab in Brasilien und die Brasilianer und Brasilianerinnen in Frankfurt auch total gestritten waren. Also diesem Bewusstsein, nicht nur in Distanz, also das nicht die Distanz zu verfolgen, sondern mich zu engagieren, annähern und gleichzeitig die Personen zu vereinen, war für mich im Laufe der Forschung immer wieder wichtiger. Und klar, in der Soziologie wird es auch nicht gemacht, dass man irgendwie in therapeutischen Richtung geht und die Menschen versucht, miteinander zu verbinden. Aber es gibt einige Ansätze. Max Scheler zum Beispiel, auch in der Zeit von Mannheim bekannt, hat in einem Text Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs die These damals gehabt, vor dem Nationalsozialismus, dass es doch eine Zeit gekommen ist, wo die Unterschiede zwischen den Menschen aufgehoben werden können, die religiösen Unterschiede vor allem, die er thematisiert hat, aufgehoben werden können und alle können wieder zusammen glücklich leben, ne, in Verhandlung miteinander, im Ausgleich. Klar, das ist nicht passiert, er ist sowieso gestorben, bevor die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Aber das ist ein Beispiel in der Wissenschaft. Oder ein anderes Beispiel, zum Beispiel in der Literatur, ist das Buch das Buch Brasilien, ein Land der Zukunft, das Sie wahrscheinlich kennen, von Stefan Zweig, der auch die Idee hatte, in Brasilien ein Land zu finden, wo die Unterschiede keine Rolle spielen und die Menschheit doch gerettet werden kann, im Unterschied zu dem, was in Europa passierte. Also diese zwei Bücher zum Beispiel, könnte man sagen, das sind Beispiele, die vielleicht doch eine Idee aufmachen, wie man doch utopisch in dieser Richtung arbeiten kann. Gegenwärtige Literatur ist vielleicht Nestor Laclau und Chantal Mouffe, die in diesem Buch Hegemonie und radikale Demokratie auch die Überlegung haben, wie kann man durch eine Artikulation die Differenz in der Gesellschaft denken, die Widersprüche, die entstehen, auch denken, aber gleichzeitig Artikulationen schaffen, wo die Menschen zusammenkommen. Das sind sozusagen vielleicht
Referenzen. Für mich, wir haben auch zum Beispiel Bilder sind auch interessant hier, also nicht nur Begriffe wie Artikulationen oder anderen Begriffen die, wie einen dynamischen Block von Gramsci, sondern auch Bilder können dann diese Artikulationen erfassen, wie zum Beispiel Wolkenformationen, wie wir das gestern hatten, bringen auch so wie eine Art, es wurde zum, von einem ozeanischen Gefühl, also mehr Wellen in Bewegung, die zusammenkommen. Also es gibt verschiedene Bilder, die interessant sein können. Gut, ich kam zu der Entscheidung, mich doch mit diesem Brasilien auseinanderzusetzen, in der Vielfalt, aber doch versuchen, miteinander zu verbinden, in einer Zeit, wo es sehr politische Konflikte gab. Hier sehen wir einige von den Protagonisten in Frankfurt am Main, aus unterschiedlichen Orten in Brasilien. Und ich ging dann nach Brasilien mit der Idee, mich dann mit allen diesen Biografien zu befassen und in Verbindung zu bringen miteinander. So, als würde ich dann auf die Reise gehen, unvorbereitet Sachen verbinden, die mit unterschiedlichen Medien, wo ich nicht weiß, woher das führt. Ich habe sozusagen wie eine Art Liste von Aufträgen gehabt und das nicht, nach dieser Liste war meine Expedition organisiert. Ich lese kurz vor von einigen Protagonisten. Für Nivea aus Rio de Janeiro, während des Karnevals bei der Samba-Schule Mocedade Independente teilnehmen, Bikini-Fabrik in Ipanema aufsuchen, Maniküre in Botafogo, alte Bücher in Antiquariaten besorgen. Für Carlos aus Rio de Janeiro den Karneval verlassen, da Carlos diesen immer vermieden hat, und einen Ausflug auf die Insel Ilha Grande unternehmen. Sich auf der Insel mit Gerard, der Besitzer des Hotels Manacá, unterhalten und Ausflüge in den Wald machen. In Rio mit seinem Deutschlehrer Antonio spazieren gehen und sich auch viel mit ihm unterhalten. Für Marta neben São Paulo in der Stadt in Budas Artes nach Carrancas suchen. Carrancas sind Skulpturen von Tierköpfen, die an Schiffe montiert sind. Über Bekleidung, Uniformen von Putz- und Dienstpersonal der reichen Familien in Brasilien recherchieren. Für Clara tropische Früchte sammeln, Etiketten für neue Fruchtsaftgetränke, Flaschen entwerfen, den Film über den Architekten Oskar Niemeyer ansehen und wenn möglich in seinen Wohnhäusern leben. Für Alexander San Paulo, Vertreterinnen des Tropikalismus und Vertreterinnen des Marxismus finden und ihre Bücher lesen. Das sind Vertreter, die sind total, also sind in Konkurrenz miteinander. Alle lesen. An den Demonstrationen oder Bürgerbewegungen in der Stadt São Paulo teilnehmen. Für Ivan Escada nach Architektur in brasilianischen Liedern suchen, zusammen mit anderen musizieren, aber wie eine Musikschule besuchen, jemanden finden, der mir das Musizieren oder mindestens ein bisschen Trommel beibringt. Eine oder mehr Parcerias, Parcerias bedeutet Kooperationen auf Portugiesisch, realisieren. Für Zadikiel Recife über die Mauer zwischen der Universität und der Comunidad, wo Zadikiel geboren wurde, klettern, über Tanz in der Migration recherchieren. So, für Marcia Piripiri, seitdem ihre Großeltern gestorben sind und deren Haus verkauft wurde, existiert für Marcia im heutigen Brasilien ihre Heimat nicht mehr. Nach einigen Jahren lernt sie intensiv Finnisch. Ich muss nach Finnland fahren, wo sie sich bald ansiedeln möchte und wo sie zu finden hofft, was sie in Brasilien verloren hat. Gut, nach dieser Aufgabenliste ist meine Arbeit, meine Reise konzipiert und ich habe tatsächlich versucht, diese verschiedenen Aufträge und dabei sind auch viele Parcerias, Kooperationen entstanden. Man könnte sagen, es ist eine partizipative Arbeit, aber die ich selber im Auftrag erfülle. Und vielleicht ende ich jetzt nur mit diesem Bild, was ich dann ganz am Anfang auch hatte. Das ist eine Videoarbeit, wo ich am Ende den Auftrag von Raffaella erfülle, Dienstbekleidung des Personals von reicher Familien zu recherchieren. Das habe ich dann gemacht und habe ich mich einmal entschieden, dann einen zu kaufen und anzuziehen. Und in dem Video wird es gezeigt, wie ich durch die Stadt gehe.
Und ich verbinde auch dabei auch einige von den Aufträgen. Ich gehe in eine Buchhandlung, kaufe einige Bücher vom marxistischen Philosophen aus Brasilien, eine Aufgabe für George. Ich suche nach Musik mit Architekturbezüge, eine Aufgabe für Ivan. Ich fahre dann mit dem Bus zu Wochenende Haus von Oskar Niemeyer, eine Aufgabe für Clara, und verweile in dem Haus. Dann in dem Haus, das leer ist, das sind einfach einige von den Bildern, in dem Haus, was leer ist, treffe ich plötzlich eine Frau, die mir sagt, hier darf ich nicht bleiben. Und sie sagt, sie ist die Bedienstete von Niemeyers Haus. Unsere Wege kreuzen sich in diesem Moment. Und sie muss zum Bus und ich bleibe. Sie sagt, okay, du darfst bleiben. Sie guckt, erstmal schaut sie mich irritiert, weil ich mit diesem Kleid unterwegs bin. Sie sagt, du darfst bleiben, mach die Tür bitte zu am Ende. Und ich lese nur kurz zum Ende, da mein Ende von diesem Bericht. Es wird dunkel, bevor ich zurück in meine Unterkunft fahre, gehe ich kurz bei Antonio vorbei. Ich will mich verabschieden. Antonio ist ein Deutschlehrer, den ich immer wieder getroffen habe in der Zeit. Er sieht mich mit dem Kleid an, lacht und sagt, ich sei verrückt. Ich versuche ihm alles zu erklären, muss aber dabei selbst lachen. Ich sage, dass Forschungsreisende sich oft verkleiden, um so an der Gesellschaft teilzunehmen, die sie erforschen. Ich zeige ihm das Foto von Abi Warburg, ein Kulturwissenschaftler, mit einer Maske in Mexiko. Ich sage Antonio, sieh, Abi Warburg hat das auch gemacht, er hat sich auch verkleidet. Wir verabschieden uns, zu Hause ziehe ich das Kleid aus, wahrscheinlich werde ich dieses Kleid nie wieder anziehen. So endet diesen Tag, den Reisebericht von diesem Tag. Und ich lasse dieses Bild auch da, vielleicht ein Anknüpfen an diese Idee, dass diese Bilder, Produktionen stehen auch, die geben tatsächlich was, was ich nicht kontrollieren kann. Das ist dieses atheoretisches Wissen oder implizites Wissen der Kunst, dieses unkontrollierbares Wissen, das oft mehr Ambivalenzen hervorruft als Gewissenheiten, ein Wissen, ein Körperwissen. Danke sehr. How could I speak about methods in this panel? I think the list of practices Florian showed this morning is much more clear to have like an approach to methods. Because we had now three presentations which are very different and on very different levels. So in the end, we had now the sociological, poetic, speculative, and field research methods with the perspective of estrangement or eccentric artistic research. Then we had a presentation by John Butler, who is building structures for artistic research with the perspective of strengthening the field. And in the first presentation, we had the reflected use of material with the perspective of healing. So this is such a variety, I can't bring it into one page. So I wouldn't ask a question about methods, but what struck me through the presentations was, why do all the three personally engage for artistic research? What is the personal background to choose this field? And I would like to give this question to all the three. I start? So, in English or maybe? Feel free. Yes, I start in German and then I try to translate it. Die Perspektive auf künstlerische Forschung für die Kunsttherapie, und das ist so die Perspektive, die ich tatsächlich auch aus der Praxis der Kunsttherapie entwickelt habe, ist die Ermächtigung von Menschen, die ich antreffe in der Kunsttherapie. Und tatsächlich auch aus der Praxis hat sich diese Perspektive entwickelt und gar nicht so sehr aus einer theoretischen Überlegung heraus, sondern ich habe da Menschen angetroffen, die auch sich nicht
spontan zur Kunsttherapie hingezogen gefühlt haben, weil sie gedacht haben, da müssen sie etwas tun, was sie erstmal nicht können, weil sie nicht sich als Künstler verstehen. Und da geschieht etwas oder sie tun etwas und dann blickt jemand drauf, der dem einen bestimmten Wert beimisst. Und dieses Verständnis von, dass das aus dem, ich sage jetzt mal, aus dem künstlerischen Tun und nicht aus dem Kunstmachen, ganz wichtig in der Kunsttherapie, dass das Handeln an sich und in dem offenen Raum, in dem ergebnisoffenen Raum der Kunst total wichtig ist und ein Ermächtigungsmoment ist. Ich glaube, da hatten wir gestern ja auch diese Bezüge. Also wie kommen wir in, oder gesellschaftlich tatsächlich, also wie kommt man eigentlich in eine ästhetische Resonanz mit dem, was uns umgibt? Wie können wir uns dem öffnen? Also das ist im Bildungsbereich, das ist im künstlerischen Bereich, aber das ist auf jeden Fall auch in der Kunsttherapie so. Wie kann jemand in eine Erfahrung kommen, die nicht ergebnisorientiert ist, nicht zielorientiert, nicht kontextgebunden und nicht bestimmt ist? Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Ermächtigungsmoment. Es geht um Autonomie tatsächlich. Und die Menschen, die ich in der Therapie getroffen habe, die haben eigentlich immer daran gelitten. Und ich würde sagen, da würde ich sogar so weit gehen zu sagen, da leiden wir gesellschaftlich dran. Also diese Eingrenzung, diese Ergebnisgebundenheit, dieses eigentlich gar nicht mehr mit sich selbst im Kontakt sein, sondern eigentlich eher vom Ergebnis her denken, also auch Handlung, ist eigentlich etwas, wo wir mehr vom Ergebnis her denken und eigentlich gar nicht in die Erfahrung selber eintreten. Und deswegen ist dieser künstlerische Forschungsansatz der Ansatz, der mir ermöglicht, in der Therapie wirklich individuell zu arbeiten und zu schauen, was erlebt der Einzelne, die Einzelne, und wie kann die Person zu einem Autonomieerleben kommen und auch zu einem Wirksamkeitserleben, ohne eben Kunst zu produzieren, sondern in eine Freiheit zu kommen, in eine individuelle Freiheit. So, jetzt das auf Englisch übersetzen. Braucht es das? Braucht es das? Ich hoffe nicht. yes, this would be my statement. Soll ich weitermachen? Aber ich glaube, ach hier. Jetzt? Ja? Tauschen. Genau. Tauschen, okay. Yeah. Das ist gut. Tauschen ist gut. Ja, also in diesem Feld der künstlerischen Forschung, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Wie wäre es, wenn du es Englisch machst? Ist das schwierig für dich? Ich denke, weil ich musste jetzt komplett ausschalten. Das wird schwierig, ja. Also, ja, musste ich dann jetzt... Ja, also ich kann, also in meiner Situation ist tatsächlich die Auseinandersetzung mit der Kunstproduktion oder mit der künstlerischen Praxis tatsächlich immer so ein Prozess, um über die Gesellschaft zu reflektieren, auch mit der Gesellschaft oder mit den in den Ausstellungen in Kontakt zu treten, um zu gucken, was passiert. Und für mich ist tatsächlich interessant immer gewesen in der Kunst diesen transformativen Prozess. Also nicht nur für mich, sondern auch für die anderen und tatsächlich, was man weitergibt in der Gesellschaft. Dass man tatsächlich nicht nur analysiert, dokumentiert, was man interessant findet, sondern dass es dann... was offen gelassen wird, was die Möglichkeit den anderen gibt, auch sich selber zu finden, aber gleichzeitig so ein transformativer Prozess entsteht für mich und für die anderen und hoffentlich in eine bessere Richtung, in eine utopische Richtung. Sorry. This is a gentle offer. This funktioniert. Since I've been a note taker in English of German presentations yesterday, maybe I can just continue. So, I think in Alexandra Hobbs' presentation in your statement, it was fundamentally concerned about autonomy and autonomy as something that is not just an individual but also a societal need, where also therapy comes into play, but where the question of involving participants who do not necessarily identify as artists becomes crucial for your practice, and where you then see a transformative quality in artistic research. And
That is also something that Amalia addressed, but from a societal or sociological perspective, where you said, well, this the artistic research in your practice is also something about transforming society, but where you, as someone who is originally being educated as a sociologist, take this step from reflection into societal intervention. So it becomes something like, you could even say, an engaged form, socially engaged, concrete intervention into society under the banner of artistic research. Gut. Es klingt sogar besser. Not for the first time I've had to thank Florian for helping me, because it's a bit like being a black hole. I mean, it's my problem, not yours. I can't share a dialogue because I don't understand it, and therefore it's been that. But that's fantastic. Thank you. I do it from a number of perspectives. I mean, I've been a practitioner, but also I do research, but so I do that for the similar reasons, but I work with communities always, and it's always externalizing what I am about, and my kind of domain is really in the public realm, and I think that it's about communication, how I can take the institution to work with the communities, but not dumbing down, but how to make them feel as though they have a position in the whole way that we work. And I think that in my presentation, I was talking very much from a, if you like, a manager's perspective. And I think that for the programs that we got and the areas, because we did a whole series, we got a master's and a research program around art, health and well-being, not about therapy, but about the actual practice of making well-being and how practice is a part of well-being. And I think, so we've been kind of working with areas and fields very similar in the programs that I've been involved in. And we work with hospitals, all sorts of agencies to actually help that. And the whole thing of the kind of area of queering and difference. It's another big area that we've been working in. And it's quite unique in the UK. And it was interesting how the students were coming from very different practices. Their education was in health and wellbeing. It was in the health authority and things. But they all wanted to understand how creativity, or they wanted to use their own creativity in the actual practice. So it was bringing those things together, bringing these communities together, that was really a motivation for me. And I mean, I think when you talk about research methodologies, is if you're a supervisor, every time you work with a student, you have to rethink what that could be, because it isn't a common thing. It's not a you have to be very kind of understanding to what the right processes and the right methodologies are for that particular context and that particular person. So that's why I do it, really. I think this is really a basic problem or chance of artistic research. Each project approach needs the own methodology. You can never generalize it, as we did when I did a study in the sciences and humanities. I have a question to Amalia. Ah. Would you like to wave to the audience? Ah. Because it's a question that waves to the audience. I was wondering, you explained it a bit, but I was wondering, you said there was this East and West conflict in Dresden when you were here studying, did experience research ideas. And could you explain a bit more about this East-West conflict, and how could there be a future for these different approaches again in Dresden? You know what I mean?
zuerst die Sprache wahrscheinlich. Man sollte vielleicht Russisch reden. Nee, das ist ein Witz. Aber auf jeden Fall, ich glaube, es gibt wahrscheinlich kein Zurück mehr. Also diesen Konflikt war da und es gab eine Chance vielleicht, das doch irgendwie anders zu lösen. Und die Chance wurde nicht wahrgenommen, habe ich den Eindruck gehabt. Inwiefern, dass es tatsächlich mindestens, ich glaube in Leipzig war es ein bisschen anders, aber Grit Roland kann vielleicht mehr in die, was erzählen. Also man musste tatsächlich künstlerische Forschung machen. Du musst dann hierher kommen und ein Archiv aufbauen, vielleicht von dieser Zeit, über diese Zeit, die, wo vielleicht doch viele Möglichkeiten gegeben wären, dann tatsächlich auch zu Anerkennung zu geben an dem, was es da gab, vorher gab und das vielleicht dann, wenn tatsächlich so eine dokumentarische Arbeit gemacht wird, vielleicht wird es dann doch wieder möglich, dann im Gespräch zu kommen. Das könnte sein, aber bin ich mir nicht so sicher. Genau. Aber da ist es vielleicht, da kommen wir in so ein Feld, da kann Grit Roland viel mehr sagen oder irgendwie anderen Personen, die hier sitzen. Okay. Wahrscheinlich. Ja. Ja, möchte Roland oder wer da angesprochen wurde, das kurz ausführen? Weil er nimmt den Auftrag wahr, also tatsächlich, er kommt nach Dresden und macht einen Archiv. So, to completely confuse it, I will answer in English what Amalia has given me the task to summarize the problems of East and West cultures at the at the HFBK. I'm not prepared for that. I'm not quite sure if it has something to do with artistic research, but I will try to answer from my perspective, and I haven't researched it, but from what I have realized is that there is, so the East culture, the production of art in East Germany in the GDR was not anschlussfähig, not accessible for the West part, and in Dresden from so there was only one raid that was worse than the raid of women professors at the university, and it was the professors from East Germany, to be honest, no matter of what gender. But when I studied, and it was from 1999 to 2007 altogether with the Meisterschülerstudium. So there were really few professors with the East background, and sort of no one was, well, it was kind of the main direction was that it was not interesting to most of the people who came from West Germany. There were some approaches, but not many. And I'm also part of the deputy, the stellvertretende Vorsitzende. So I am sorry, that's I forgot. Florian, the vice president of the Landesverband, and we have a lot of members, older members from the Eastern time, and that's really a topic. So they sort of got lost in the process, so they were not their cultural practice for a very long time, and it starts just to turn in now, was not acknowledged. It was just not worth a lot, to be very fair. And you realize this sometimes when you go to places where they work, and that's an unsolved problem. So MDR has now started a series Ost-West conversations, and all these art collections. It starts to be addressed now, but there is a huge gap. And I haven't studied in Leipzig, but when I think the situation there was a little bit more
mixed. So the professors there, they were more acknowledged. So the older professors, like Professor von Neo Rauch, Bernhard Heisig, was isn't it? Yeah. He was teaching there. Of course, we had some in Dresden as well, but the priority was set on the Western part. It's I'm maybe exposing myself now, but that's sort of a topic that needs to be discussed. And I think it's across this all this other. Issues in the society. I have the impression, also with the rise of the right-wing movement, I think it gets more addressed now. But so it's still a field of research. And I was very happy then that this person yesterday showed up, and he was probably from this older generation of artists that have been working here and. That it's just a marginalized group, basically. And I guess I stop here. Grit, Roland, thank you very much. As we are running in time, I would ask if I could ask two questions to two persons, or if I'm out of time. Okay. Ach so. wo ist das Mikrofon gelandet? So. So yes, it just might be so selfish and try to harness the expertise that's now here assembled. So for me, it's also always the question why artistic research or like art and science methodologies and stories and narratives come together at this point again, kind of. I mean, again for the third time or for the fourth time or whatever. Why are they pushed now institutionally also? I mean, I was 2 weeks ago, I was at the summer school of the European Commission of the Joint Research Center. They held an art and science summer school and residency program. So now it's being institutionalized. And so my question would be, why now? Why is that happening in a sense? What are the hopes in this field? You know, I mean, we heard so many different perspectives now, but I don't know, is there an underlying framework, or is every approach individual, or is there some kind of consensus there that's lying under the surface, why it's coming up now? Thanks. Thank you. Also ich kann für die Kunsttherapie sprechen, und in der Kunsttherapie gibt es auf jeden Fall einen Forschungsbedarf, der wird seit Jahren forciert und adressiert. Was aber in der Kunsttherapie untergeht, also bisher gibt es da viel quantitative Forschung, mehr qualitative Forschung, und aus meiner Perspektive geht da eben was unter, was eigentlich nur aus der künstlerischen Praxis heraus zu verstehen und gewissermaßen zu entbergen ist. Und da kann eigentlich nur die künstlerische Forschung die Instrumente, die Methoden liefern, um Theorien zu entwickeln, die eben nicht sich beziehen auf psychotherapeutische Perspektiven, psychologische Perspektiven, sondern was findet statt, wenn wir künstlerisch handeln? Was ist daran, also erstmal, was tut sich da, und dann kann man schauen, was ist daran heilsam? Und das ist etwas, was mir total wichtig ist. Es fehlt noch in der Kunsttherapie. Insofern gibt es jetzt keine Anfragen der Institutionen an die Kunsttherapie, sondern überhaupt Forschung muss gemacht werden. Und ich möchte die Rolle, die ich hier habe, dafür nutzen, eben die Kunst, also in einer
neuen Weise vielleicht, also nicht von mir aus neu gegründet, da gibt es auch andere, die schon darüber nachgedacht haben, aber wie kann man das begründen, auch theoretisch begründen, zur Verfügung stellen und wie kann man das auch quantitativer und qualitativer Forschung an die Seite stellen? Also da habe ich einfach auch schon auf Kongressen mit Medizinern Erfahrungen gemacht, dass das Erfahrungsbasierte etwas ist, was total positiv aufgegriffen wird, aber es wird noch nicht zur Verfügung gestellt. Und genau, das ist etwas, was ich gerne verfolgen würde und weiterentwickeln möchte. Ja, vielleicht von meiner Seite in dieser Landschaft an Methoden, die in der Sozialwissenschaften gibt und in Kulturwissenschaften, finde ich immer noch interessant. Und ich finde auch in der künstlerischen Forschung, finde ich besser, also aus der Kunst heraus Methoden zu entwickeln oder über Methoden zu reflektieren, die immer wieder neue Wege nehmen können. Also das ist auch wichtig, offen zu bleiben für experimentierenden Art und Weise, die sich nicht kanonisieren lassen. Das ist dann für mich ganz wichtig. Und da merke ich schon, in der dritten Ebene mit Doktorandinnen, es ist dann eine Arbeit schon da vorhanden, bestimmten Inhalten, die man irgendwie begleiten kann. Beim Anfang des Studiums dann ist ein bisschen ganz anders, weil das ist noch nicht da. Und dann ist dann die Frage, inwieweit kann man eine Einführung in der Methodenlandschaft geben und vielleicht doch in der künstlerischen Forschung mit Beispielen, so wie wir heute hatten vorher in der Einführung, irgendwie unterschiedliche Möglichkeiten anbieten, als so eine Landschaft an Methoden, die es gibt in der künstlerischen Forschung, aber immer mit dem Hinweis, dass es eigentlich sich nicht kanonisieren lässt. Das ist für mich tatsächlich wichtig, weil in diesem Experimentieren Raum bleiben soll. Ja. Und willst du dann zusammenfassen? Quick summary in English. So what I find interesting in both Alexandra and Amalia's responses is that they actually stress the need from outside the arts. That they say there's a need in the overall research fields for other types of research. So Alexandra said there's a lack of research, a need for research in art therapy because the existing research is either qualitative or quantitative, very often related to psychology or psychotherapy. And even in that, let's say, traditional research field itself, experience-based research is very welcome and something sought for, and this is something that artistic research can provide. And similarly, Amaya has said there is a general need of experimental form of research outside the existing paradigm. So there is the need also to offer a multiplicity of methods to students without running into the trap of canonization, so have a kind of negotiation perspective between existing academic and experimental artistic approaches to research. So both of you basically said that there's this need in the overall research field and not necessarily only in the art institution. If I understood, the question was about why are we still talking about it, is that right? Why are we still having to talk about scientific and artistic research methods, or not a repetition? Not because I mean the debate's been going for 20 odd years. I mean this whole thing I thought had been understood, but I think from my perspective is that when we do a kind of reviews of institutions, accreditation reviews, and we went to Linz and we've been to Zurich and we've been to many institutions for that. It's the national state that actually dictates and says that this is scientific research. The terminology is often defined by the state. And the trouble is you end up where you keep having to fight the battle and argue that you're talking about scientific. Artistic research, not scientific. And the trouble is that even in some of the documentation I've seen for this conference, you keep using the term scientific when you really are trying to apply artistic. Not that there aren't the similarities, so there's not a crossover. I'm not trying to say that it's totally different, but the kind of need to actually really define your language
and be consistent and persistent with it. Until you do that, you're always going to be caught between the two. And I think that we spend a lot of time working with national ministries trying to actually make them aware. I mean, I was invited to assess two major institutions in Czech Republic last year for their research outputs. The trouble was, we were only looking at the art. They have two systems, one for the science and one for the arts. The science is very different, much more funding, much better, and the artistic is. So you kind of end up where it's starting from, that national system that's already differentiated, and it persists, that kind of argument. And I think that we've been trying to argue that, and the part of the Vienna Declaration is about this notion for the recognition for higher arts, research in higher arts education. But also we're now writing, and we've written to the Frascati editorial group, because a lot of countries use the Frascati manual as the way to define where funding goes and what level of funding should be done. And we've presented some rewording of the whole thing so that the arts become a separate discipline. Not at the moment, I think it's now arts and humanities, but we're saying they're separate disciplines, and therefore we kind of try to identify and talk about the use of certain kind of language within that Frascati manual. It's going to the editorial board this year, later this year. So we're trying to kind of do that, but we spend a lot of time trying to make people accept what we're talking about. I think within the disciplines we understand it and we totally kind of have an agreement, but we don't get it at national levels. And a lot, and the problem is that when you're part of a bigger institution, if you're part of a technical university, often they dictate the language that you have to use. And I think that's part of the problem too. The interesting thing, when we do an accreditation, we look at a program very closely and we look at an institution, but we try to identify where the issue really rises, because you can have problems in learning teaching, but it can be that the teachers aren't supported to develop their own practice. It can be by the institution. They're not given support, whether it's financial or time or whatever. So our reports often reflect who we think that where the problem lies and where it should be adjusted or needs to be looked at. And I think it's that kind of level of kind of detail that we need to kind of work with. But the senior management must support the concept and must support the practice. May I maybe just add two sentences before we wrap up the session and go for lunch? As an answer also to the question, why do we bring all that to the table again? Well, in fact, what the discussion right now and also these three people here mirror is exactly the situation of the project of EU for Art Differences. Because we are at the moment at a new start. We have different tendencies to think about. In this case, we have even three levels of discourse. Sitting here, Amalia, as a former student of the Academy, representing artistic research done in other universities now. So in some ways, your experience goes back to the history of the Academy, also of the developments of the last 20 years, which I also know as a student in the same time you were. John Butler mirrors the level that EU for Art Differences has to deal with when we talk about how to organize ourselves, how to attach ourselves to existing systems, or how to create something new. And for the new thing, we really have to rethink also those different possibilities. That's why it's not enough to say
BAs work that way, MAs work that way. We have studio-based artistic research. We have practice-based artistic research. We have those 50-50 programs between theory and practice. So let's just take something out of that and use it for Dresden. Because our idea is really to find something which is adaptable to the character and the profile of the academy. And that's, as a last point, what Alexandra Hopf also mirrors here, because the academy is not only fine arts, and artistic research here does not only happen in fine arts. So what we try to do is really also to create a bridge within the academy between different fields. That doesn't make it easier, but it makes maybe visible to you all why it is so fundamental to go into depth again, also here. And maybe that's the final sentence now for this session. I would just now change to German because the information goes to lunch, and that's...